So. Also, wir haben unsere Lava-Generierungsmaschinen nochmal verdoppelt. Bis vor kurzem hatten wir nur die eine Reihe hier. Jetzt haben wir die noch dazu und ein bisschen hiervon. Also Lava müsste jetzt echt genug da sein. Mehr als genug. Das heißt, wir brauchen ganz viele Dynamos jetzt und wir brauchen die roten Kabel. Das, ne, ist noch so in mittlerer Entfernung von uns, genug rote Kabel zu haben. Wobei wir eventuell die roten Kabel halt nicht brauchen, wenn wir das mit diesem IO-Port-Ding bauen. Müssen wir dann gucken. Die Frage wäre dann auch, ob wir dann jeden Dynamo so einen Energieimport oder wie auch immer die heißen, bauen müssen. Oder ob wir denn doch lieber die roten Kabel nehmen, alles zu einem so einen roten Energiewürfel schicken und der rote Energiewürfel schickt es dann in das ME-System. Ich glaube, das wäre ein bisschen effektiver. Aber da muss ich, wie gesagt, eure Kommentare noch lesen oder mich mal in den Wiki reinlesen von Applied Energistics, wie das mit dem Energiesystem funktioniert. Weil das, wie gesagt, für mich noch absolutes Neuland ist. Aber ich finde es schön, dass der Mod so extrem weitergearbeitet wird. Also auch in der neuesten Version, dass man jetzt, um das ME-System zu bauen, Meteore finden muss, die in der Welt verteilt sind. Also die entweder eingeschlagen sind oder in der Erde vergraben sind. Und dann gibt es so einen kleinen Kompass, mit dem sucht man die dann und dann baut man das die Sky-Blocks heißen die, die baut man dann ab und daraus kann man das ME-System erst aufbauen. Das heißt, es ist nochmal ein bisschen schwieriger geworden und schwieriger ist ja doch in solcher Hinsicht meistens besser. Gut, also wir brauchten noch mehr Exporte, dafür brauchten wir noch mehr goldene Chips und wir haben echt viel Lava. Aber unser Chip hier müsste noch ganz schön viel. Wir sind bei 5%. Ja, okay, also es passt noch gut was rein. Da, wir hätten gerne Quarz Cutting Knife. Da. Rein mit dir. Dann hätten wir gerne eine S. Wo bist du? Und jetzt die... Ich will nicht Shift-Links klicken. Ich mach's lieber von Hand. Weil unser Redstone ist doch arg begrenzt. So 16 Stück, das sollte reichen. Wie viel Redstone haben wir noch? Ah, 120. Okay. Warum kann ja doch ein bisschen was machen. So. 30 Stück. Oh, die hätte ich nicht reinschmeißen sollen. Die müssen ja alle noch geschmolzen werden. Assembler, 30 Stück. Apropos Assembler, haben wir inzwischen ein Redstone Furnace. Induction Smelter ist was anderes. Pulverizer, Magma Crucible, Fluid Transposer. Redstone Furnace, du exportierst momentan nur Rubberwood. Das ist nicht schön. Bitte nehmen. Wir müssen jetzt hochgehen. Wir müssen einen von den goldenen Chips einschmelzen, damit wir aus einem Exporter einen Precision-Exporter machen können, damit wir den Exporter unten beim Powered Furnace umstellen können von normalen Exporter auf Precision, damit wir beim Precision einstellen können, bitte exportiere folgende Dinge, weil der Standard-Ding kann halt nur eins exportieren, der Precision kann bis zu 8. Und dann können wir bei dem Furnace da hinten einstellen, dass automatisch, sobald ein ungeschmolzener Assembly-Dingens da im System ist, wirft das da rein und hole das fertige Produkt dann raus. Das macht uns das Leben doch ein wenig einfacher. Das heißt, wir hätten jetzt gerne einen Porter. Ich weiß, haben wir lange nicht mehr gemacht. System. Aber bitte bau einen davon. Dann mach den weg. Mach so Precision Exporter. So, hier ist er. Redstone Furnace. Du weg. Du bist jetzt vorkonfiguriert. Kann ich das irgendwie wegmachen? So, ne? Jetzt bist du nicht mehr vorkonfiguriert. Doch, bist du. Du bist vorkonfiguriert auf gar nichts. Das ist eine sehr schöne Einstellung. Du da. Drehen. Okay. Du exportierst jetzt bitte immer Ungebrannte davon. Und ja, ich muss wieder zurück und das Gummizeug holen.
Wo ist das Gummizeug? Sort by number of items. Das klingt doch gut. Wir haben ganz schön viel Gunpowder. Ich sehe... Raw Rubber kann immer eingeschmolzen werden, oder? Spricht irgendwas gegen? Ja, spricht was gegen. Wir brauchen das teilweise für die Sticky Pistons. Was ist mit Rubber Bars? Die können auch nicht immer eingeschmolzen werden. Das ist doof. Ich habe jetzt nicht ernst... Ja, ich habe jetzt nichts anderes, was ich noch durchgehend einschmelzen müsste. Alles andere ist komplizierter. Also zum Beispiel Glas. Dann wird unser ganzes Sand verschwinden. Das will ich ja auch nicht. Ja. Nö, du. Schmeißen wir die mal rein. Das heißt, sie müssen jetzt hier hinten in den Furnace geworfen werden und dann hinten rausgesaugt. Wenn du den Schein Importer hast. Ja, hast du. Und da wurde er gerade abgesaugt. Okay. Also das nimmt das System auf jeden Fall schon mal ab. Ist nicht viel, aber ist ein Anfang. Wir brauchen jetzt also noch ein Dutzend mehr von den Redstone Furnacen. Und die brauchen dann jeweils einen Exporter obendrauf und einen Level Emitter. Nee. Nee. Oh, ich kann Kobbel einschmelzen. Wir haben ja anscheinend gerade einen Überschuss. Design. Ich könnte einfach den Extruder aufbauen. Ja komm, ich habe mich da jetzt schon zu lange drum gedrückt. Ich baue jetzt den Extruder auf. Und zwar den, der Smooth Stone herstellt. Dafür brauchen wir einen Extruder. Extruder? Bist du komisches Ding? Nicht Extrude, Extrude. Da. Ein Extruder. Daneben ein Accumulator. Daneben Wasser. Oh, warte mal. Wir brauchen gar keinen Dingensbummens. Wir können das Wasser sofort importieren. Weil wir haben ja beliebig viel Wasser im System, richtig? 5 Kilo Buckets. Ja, wir haben genug Wasser im System. Also, wir hätten gerne einen Ignis Extruder. Brauchen wir noch Platz für komische Maschinen? Hier hinten haben wir Platz für komische Maschinen. Das heißt, da kommt Wasser rein und es kommt Smooth Stone raus. Mehr ist das nicht. Ich würde es aber eigentlich gerne irgendwo hinbauen, wo schon Kabel sind. Hinten bei unserer Anlage. Hier. Ich brauche keinen Strom, also ist ein bisschen sinnfrei, aber... Na komm, warum nicht? Ich setze dich mal hier hin. Du stellst bitte Smooth Stone her. Dafür brauchst du Lava. Aber nur einmalig. Das wird nicht verbraucht, nur das Wasser wird verbraucht. Also bei Kobbelproduktion wird weder Wasser verbraucht noch Lava. Bei Smooth Stone Produktion wird nur Wasser verbraucht und bei Obsidian wird halt beides verbraucht. Das heißt, du brauchst jetzt nur ein Liquid. Das musst du eigentlich anders. Und dann brauchst du nur einen Liquid Exporter mit Wasser und dann passt das. So, wo ist hinten bei dir? Da. Alle anderen können weg und oben ist blau. Das heißt, von oben kommt das Wasser rein, von hinten wird das Smooth Stone rausgeholt. So. Wir brauchen dich mal rein. Expo. Da. Fluid Export. Oh. Achso, wir brauchen erstmal ein Precision-Ding und wir brauchen so ein Cover-Ding. Cover-Ding da rein. Precision geht auch. So, ein Fluid Export-Bus. Dann brauchen wir ein Eimer mit Wasser. So. Du kommst daran, wirst gedreht. Exportierst bitte Wasser in das Ding. Warum nimmst du das nicht? Fluid Export Bus.
kannst ruhig ein bisschen mehr reinpumpen. Mag er nicht. Das ist komisch. Ich habe extra eingestellt, dass oben ein Eingang ist, genau. Ah, bumm, voll. Okay. So, du stellst jetzt Mustun her. Das heißt, wir brauchen nur noch einen Importer und dann ist alles gut. Das war wohl gerade einfach nur ein Anzeigefehler. Das heißt, Impo. Basic Import Bus. Bam. Precision Import Bus. Bam. Okay, das war Overkill. Einfach nur ein Basic Import Bus, bitte. Wir brauchen keinen Fluid Importer. Smooth Stone ist kein Fluid. So. Und ta-ta-ta-ta. Wir kriegen jetzt durchgehend Smooth Stone ins System. Und können, wenn sich denn genug angesammelt hat, anfangen, die Mauern zu bauen. Damit das hier wenigstens langsam mal ein bisschen Struktur annimmt. Weil das ist totales Chaos. Die mittlere Plattform ist aus Holz, der Rest ist aus Cobblestone. Hier steht ein Stückchen Mauer. Hier sind wieder gar keine Mauern, also weder Mauern noch Zäune. Da stehen einfach nur Fackeln drauf. Das ist, ja. Hier schweben überall noch so eine kleine Dirt-Inseln, die nichts gemacht haben bisher. Also gar nichts. Da ist nichts drauf gespawnt. Keine Kuh. Okay, das war unwahrscheinlich, weil es eine Wüste war. Aber auch, keine Ahnung. Es gibt nicht so viele Tiere, die in der Wüste spawnen. Ne? Da könnten sie mir was einfallen lassen. Also irgendwie Skorpione oder so. Müssen die auch gar nicht aggressiv sein, aber einfach ein bisschen, ne? Fauna. Wow. Stopp. Stopp. Ich glaube, wir brauchen mehr von den Export-Dingern da. Das klappt so sonst nicht. Oder wir brauchen einfach mehr Öfen. Okay, wir hatten auch... Hör einfach mal kurz auf zu exportieren, bitte. Warum? Achso, weil du stackweise noch... Da ist es drin. Deswegen ist reingeschoben. Okay. Jetzt haben wir hier 450 Din-Nuggets. Und wahrscheinlich noch mehr oben drüber. Und nur ein kleines Casting-Ding, das da versucht, gegen anzuarbeiten. Warte mal, kann ich? Ich teste. So. So. So, weil hier ist ja schon ein Drain. Das heißt, kann ich von einem Drain aus zweimal das abzwacken. Ich brauche jetzt noch ein Casting Table. Du, wir brauchen es nicht Scorched Bricks, sondern Seared Bricks. Dann brauchen wir ein Table. Und wir brauchen einen so eine Casting Form, eine Ingot Form. Da. Eine. Achso, und dann noch ein Importer. Mal wieder. Da fehlt schon wieder ein. Achso, eine Sticky Piston fehlt. So. Importer. Also, entlasten wir das Ding mal ein bisschen. Du bekommst da noch ein Table. Du bekommst da noch eine Casting Form. Und du brauchst noch einen Importer. Ja. Das wird jetzt wieder doof aussehen. Oh, Problem. Hier kommt später eine Mauer hin. Das heißt, wir können es nicht dahinter machen. Das ist doof. Aber na gut. Dann brauchen wir noch mehr Kabel. Wobei wir gleich keine Kabel mehr haben. Kabel, ja, wir haben ein Kabel. Bitte stell mehr Kabel her. So, schon haben wir keinen Fluxdust mehr. Fluix Dust. Können wir aber herstellen, sehr schön. Ein Stack Fluix Dust, sehr gut. Ein Stack Kabel? Ja, noch besser. Okay. Also auch das Ressourcenproblem wieder beseitigt. So, hier jetzt wilde Kabellage. K-
Kann ich hier noch weiter hoch? Ja. Da drauf. Du weg. So. Ja. Das ist nicht schön. Das ist absolut nicht schön. Aber es sollte funktionieren. Ja. Okay, es arbeitet jetzt doppelt so schnell und arbeitet die ganzen Sachen da ab, die da jetzt reinkommen.